Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play My Funny 5 Party Mode Sherman von Ninja Shitendo. So, wir haben letzte Partie aufgehört bei dem Minispiel Gummack und Bolz, was wir jetzt auch angehen werden. Und ich finde dieses Minispiel ist echt schon lustig gemacht. Weil ich zwar nicht verstehe mit den schwarzen Balken unten und oben, aber egal. So, mal gucken, wir gehen nochmal. So, zack. Und zack. Das ist eigentlich nur ein Verschiebspiel mit Gumbas. Sehr lustig gestaltet natürlich. So, einmal. Zack. Dann überhaupt noch. Er geht nicht mehr. Also nochmal von vorne mit Y. So. Zack. Zack. Genau, und dann zack. So, wir liegen zurzeit in Führung, wie ich das sehe. Oh, das ist ja schon schwerer. Das war Quatsch, ist klar. So. Dann irgendwie naked so, dann hätte ich die hier raus tun sollen, glaube ich. Glaube ich, weiß ich nicht. Und zack und zack. Damit so. Und jetzt, verstehe das nicht. Aber so, so und so. Aber wie geht's dann weiter? Oh. So. Und dann. Ah, genau, und dann so, genau. Jetzt habe ich's raus. Und damit war auch schon das Spiel. Gut, damit haben wir es dann doch noch geschafft. Und es geht natürlich immer vorwärts und wir speichern mal wieder. So. Damit würfelt Buche eine 10. Und bekommt eine Kapsel. Welche wird es wohl sein? Es ist eine Piranha-Kapsel. So, damit ist Luigi auch wieder dran. Und würfelt eine 5. So. Er bekommt natürlich auch noch mal eine Kapsel. Mal gucken, was das für eine sein wird. Es ist eine Lakito-Kapsel. So, würfelt den Zug dran. Ja. Und da fährt auch Luigi mit dem Zug. Aha, er kann Münzen einsammeln. Und die Brücke ging auf. Ich weiß mal nicht, wie Yoshi darauf stehen konnte bei der Brücke. Aber irgendwie muss es ja wohl gehen. Naja. Zug benutzt, komm jetzt. Da ist ja schon der Stern. Oh, naja, gut. Und da setzt Todd auch schon eine Kapsel ein. Eine Bananenkapsel. Und er geht noch ganze vier Felder weiter und er kommt auf ein grünes Fahrzeichen. Was bedeutet, er wird irgendwo hingesteuert. Was auch passiert ist. Damit sind wir dran. Wir müssen mal ein paar Kapseln loswerden. Deshalb sage ich mal, weg mit dir, Don Banano. Einfach mal hier rauf. Hauptsache weg damit. So. Wir würfeln eine 4 und gehen gerade aus. Ja, ja. Ist ja gut. Wollte gerade gucken, wo Don Bananos Kapsel ist, also unsere. Aber wir haben ja viel weiter geschmissen gehabt. Und damit beginnt auch schnell das Minispiel. Und zwar, wir spielen das Spiel Motorboot Slalom. So, das Spiel kann ich auch noch gut daran erinnern. Das ist auch eigentlich ganz einfach. Und zwar, wie weit Nummern einsammeln, Ringe einsammeln, keine Ahnung.
Ach, genau da zu den Dingern gegeben. So, dann gucken wir mal. Die 1 ist links. Nee. Ach ja, einfach die roten Pfeile. So, damit war eins. So, damit geht's hier hin. Und da schon mal 2. Denke ich mal. Ja, ist auch. Ist ganz einfach, das Spiel nur den roten Pfeil folgen. So, dann muss das hier Nummer 3 sein. Und Nummer 4 ist auch. Da, wo wir gerade vorbeigefahren sind. Da war ja irgendwie klar, mit dem, dass wir da reinfahren und die Kiste. So, hier ist auch schon Nummer 4 und dann ist Nummer 5 natürlich da. Hinten. So, jetzt nur noch durchs Ziel, was in einer anderen Richtung ist. Oh, jetzt ist es knapp, glaube ich. Nicht. Oder? Nee. Wir werden als erster durchs Ziel kommen. Als ich zum ersten Mal ein Spiel gespielt habe, hatte ich gedacht, so irgendwie so Rennen fahren oder sowas. Aber wusste man ja gar nicht. Naja. Egal. So, da geht's vorwärts. So. Mal kurz hier was gemacht am Computer und gut würfelt eine 6. Und kommt auf ein rotes Feld. Und Luigi müsste sich auch schon damit den Stern holen. Glaube ich doch mal. Ich glaube ja wohl nicht, dass er jetzt eine 1 würfelt. Und das ist natürlich auch nicht passiert. Er hat eine 4 gewürfelt und damit holt er sich auch seinen ersten Stern. So. Damit hat Luigi seinen ersten Stern. Und es geht weiter. Was war denn da oben für 3 Fragezeichen? Egal. Und da ist unser nächster Stern. Mal gucken, ob wir uns den holen können. So, damit ist auch schon wieder Todd dran. Und er würfelt eine 3. So. Wir sind dran, wir setzen mal nichts ein. Warum? Keine Ahnung. Wir gehen lieber mal zu Todd, um ihm Tag zu sagen. So. Und damit spielen wir das Spiel. Area 52. Aha. Okay, Fu bewegt sich, wir sind die fliegende Unterklasse. Ich finde das Spiel auf dem Boden ist lustiger, also wenn man auf dem Boden ist, denn die rempeln sich immer andauernd an. Ach, hör auf damit. Hallo, ey, die stürzt immer an. Ey, das ist so nervig. Mein Gott, ey. Das Spiel ist so scheiße eigentlich. Der unten hat einen Vorteil, wenn die sich oben mal schubsen. Aber ich habe ihn doch eingesaugt. Eigentlich hätte ich das Areal viel größer machen müssen, aber ich glaube, das soll so sein, damit man sich immer anschubst. Oh, wir haben schon ganze 84 Münzen, das ist ja schon gut. Müssen uns damit vielleicht nochmal den zweiten Stern kaufen, wäre mal nicht schlecht. Und damit startet Buro schon wieder. Und kommt auf eine Münzbox-Kapsel rauf. Und Luigi geht 2 Felder. Und damit ist Todd auch schon wieder dran. Er würfelt eine 9 und
geht nach rechts und geht nach zum Stern. Okay. Ja. Damit tut sich Todd auch schon den zweiten Stern. Naja, gut. So, da unten ist der nächste Stern. Und zwar der ist da unten. Na denn. So, Yoshi startet und wir würfeln natürlich noch nichts. Wir wollen erstmal hier die Affenkapsel machen. Wir machen einmal zurück und dann machen wir mal Neid. Hallo. Ja, was verstehen die unter unten? Leute, was verstehen die unter rechts gehen? Verstehe ich jetzt gerade egal. Wir tun halt jetzt hier rauf. Und würfeln damit eine 1. Und komm auch auf eine Münzbox-Kapsel, fällt auf. So, damit geht's weiter mit Pinguinplage. Ja, das wird ja eine richtige Plage. Ach, das Spiel erbaut es sich. Wo man runtergeschubst wird von den ganzen Pinguinen. Erst ist es ein Pinguin. Da denkt man sich so, ach, ist schon nichts Großes. Aber gleich wird's brutal. Ach Gott, oh Gott, die wollen alle schwimmen gehen, ey. Am schönsten sind Spieler mit den großen Damen, ein großer Pinguin, da ist ein großer. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, nein, nein, nein. Oh. Schade. Damit sind wir schon draußen. Aber wie ihr seht, das Spiel ist echt krank. Und auf einmal hören die auf, oder was? Ja, gibt auch Sinn, naja. Dann kommt Todd 10 Münzen. Oh Gott, wir müssen uns endlich mal wieder einen Stern holen. Und Pooh ist damit wieder mal am Schaden und würfelt. Eine 4 und geht nach rechts. Und Luigi ist dran und er würfelt eine 3. Und zu guter Letzt, Todd würfelt noch eine 5. Und kommt auf Rosa rauf. Das war ja eigentlich nicht geplant jetzt gewesen, ne? Aber egal. So, Rosa ist dran, geht wieder, ja, bis wir das nächste Ereignis ist ein Rosa Mini. Spiel. Okay. Alle Münzen. Wieso weiß ich jetzt schon, ich werde das Spiel verlieren. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und zwar, wir spielen das Spiel kein Versteck. Im nächsten Part natürlich, denn das ist ein bisschen zu knapp jetzt. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Mario Party 5 Party Modus. German von den Yoshi Tenno. Ich hoffe, wir finden ein Versteck. Bis zum nächsten Part und ciao!